Welcome. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Heute mal wieder etwas Uraltes für den Atari 2600 und zwar das hier. Schussel der Polizeischreck. Mit einem komischen Clown und einem Polizisten. Und ich kann euch sagen, es ist zwar ein Klischee, aber ich mag Clowns nicht, ja. Es ist nicht so, dass ich sie hasse, aber ich mag Clowns nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, hier die Cartridge. Schön beschrieben von oben. Ansonsten ist das da eigentlich. Und da haben wir so ein Preisschild drauf. Natürlich auch gebraucht gekauft, ja. Schussel der Polizeischreck aus dem Jahr 1983. Ich bin nicht ganz sicher, was wir hier zu sehen kriegen, was genau das für ein Spiel ist, aber ist Atari. Wird jetzt relativ übersichtlich werden, aber ich weiß es nicht. Und deswegen legen wir direkt los mit Schussel der Polizeischreck. Okay, Schussel der Polizeischreck. Und gleich noch was, das ich gerade gelernt habe. Das Spiel ist auch unter einem anderen Namen bekannt, und zwar einfach nur Walker. Ja, sieht ungefähr so aus. Was tun wir hier? Wir walken nicht nur, wir können auch springen. Ja. Und die Musik ist einsam spitze, nicht wahr? Ja. Polizeischreck, weil hier vielleicht ein Polizist ist. Wir müssen einfach nur drüber springen, mehr nicht. Und seht ihr im Hintergrund die Tiere? Was sind das? Hirsche? Ein Elch oder sowas? Oben fliegen noch Vögel herum. Ja, hier haben wir Walfische, ein paar Boote, ja. Und das Spiel heißt Walker, weil wir einfach nur unseren Weg gehen. Und irgendjemand dachte sich so, ja gut, das Ding sieht ehrlich aus wie ein Clown und das könnten Polizisten sein, deswegen machen wir jetzt mal Schussel den Polizeischreck. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Kommt auf uns zu, wir müssen getimed abspringen und ja. Und was ist das jetzt? Final Stage oder was ist das für ein Drogentrip? Und springen. Und springen. Yeah, geschafft. Und die Musik. Sie konnte ich gerade sagen, einsame Spitze, nicht? Und scheinbar war es das bereits, oder? Scheinbar war es das bereits. Yeah! Ja, ich habe es zuvor kurz angetestet, damit ich weiß, was ich machen muss. Ja. Die Flugsteuerung ist ein bisschen seltsam. Muss ich gleich im ersten Bildschirm nochmal testen, wie sich das genau anfühlt. Oder hier einfach nur im richtigen Moment springen, respektive mit dem richtigen Abstand und dann klappt das. Ich mag die simplen Hintergründe irgendwie. Wie gesagt, so ein Berg, so ein See, eine Straße und das hier ist jetzt wieder so ein bisschen, ja, ich nenne es mal Final Stage, aber ich weiß nicht warum. Was sind das eigentlich für Zahlen da unten? Das war unfair, der Typ ist einfach aus dem Nichts gespawnt, habt ihr das gesehen? Konnte nicht mal wissen, dass der da kommt. Das bedeutet, ich warte jetzt mal noch. Ja, so ein Sack. So, pass auf, ich springe und ich kann mich in der Luft, ja, aber nur nach vorwärts bewegen in die Richtung, die ich sehe, zurück nicht mehr. Naja. Oh Gott, da unten ist ein Timer, oder? Oh, da unten ist ein Timer. Dann sollte ich ein bisschen mehr springen, glaube ich. Denn wenn wir springen, sind wir schneller unterwegs. Verstehe, das ist die Schwierigkeit. Scheinbar. Was sind das da hinten eigentlich? Skorpione im Wasser? Möglich, oder? So, ich kann auch vor ihm weggehen. Ist auch kein Problem. Um meinen Sprung ein bisschen zu timen. Und wieder Final Stage. Was ist das denn? Ja, Leute, das wurde halt wirklich offiziell verkauft, ne? Als Spiel. Wir hatten schon ein paar Atari-Spiele, ja. Und wie gesagt, ein paar Atari-Spiele, muss ich sagen, finde ich relativ gut. Machen Spaß und alles, aber das hier, das hat quasi einfach nix. Das hat wirklich nix hier. Ist eigentlich sogar eine Frechheit, dass man dafür Geld verlangt hat. Habt ihr gesehen, wie viel Zeit ich noch hatte? Wie soll ich denn das schneller machen, bitte? Ungefähr so, wow. Was, das hat wieder nicht gereicht? Mit Start das Spiel, glaube ich, wieder von neuem, oder? Ja, ich habe wieder 0 Punkte. Wie soll man das viel schneller machen? Ich meine ja nur. Natürlich, ungefähr so, aber nö. Dann passt der Abstand wieder nicht mehr zum Gegner und dann kann ich wieder schlecht springen. Da musste man gerade ultra schnell sein. Dafür war ich nicht bereit. Was ich auch nicht bereit bin, ist diese Musik. Ja, Atari-Musik ist selten wirklich gut, aber das hier
Da ist einfach nur ein nerviges Geheule hier. So, und jetzt vorsichtig sein. Und springen. Sehr schön. Okay, wie schnell geht die Zeit jetzt weg? Das sind keine Sekunden da unten. Nee, das ist irgendwas anderes. Oder kommt es auf die Sprünge an, die ich mache? Nö. Nö. Jetzt verliere ich immer 3 Sekunden pro. Pro, ich weiß auch nicht pro was. Jetzt 4. Ja, das kann ich schnell schaffen mit nur einem Gegner. Das kriege ich hin. Jetzt wieder das. Es ist wirklich immer dasselbe, ne? Die 4 Räume, oder wie viele sind es? Ja, 4. Immer genau die gleichen Gegner, die gleiche Aufteilung, alles. Und dann einfach immer weniger Zeit haben. Das ist mal ein Spielkonzept hier. Oh, ja, Walker. Ja, ne, der Typ sieht aus wie ein Clown und das könnten Polizisten sein. Bringt das Spiel unter einem anderen Namen raus. Schüssel der Polizeischreck, ja. Hat sehr viel mit dem Spiel zu tun. Weil die Polizisten, sie verfolgen mich ja nicht. Sie gehen einfach nur ihren Weg und ich spring drüber. Ich meine, warum? Wer hat für dieses Spiel Geld kassiert, bitte? Weil, wie gesagt, gut ist es nicht, ja. So, gleich werde ich wieder sterben, weil ich keine Zeit habe. Oh Gott! Ich habe wirklich keine Zeit. Komm schon. Okay, das hat noch gepasst. Hier muss ich ein bisschen planen, aber passt auch. Hier habe ich genug Zeit. Okay, und passt. Das sind doch komische Zeitangaben. Das sind ja keine Sekunden, das sind ja... Was weiß ich, was das sind? So, warten und springen. Ja, das sind jetzt nicht mal mehr Sekunden hier. Ja, ich weiß, man ist schneller, wenn man springt, aber ein bisschen laufen muss ich ja, um den richtigen Abstand zum Gegner zu kriegen. Wow. Das ist ein dummes Spiel. Oh, wirklich. Na, spring doch! Hat nicht funktioniert. Ist nicht gesprungen. Komm schon wieder, dieser trippy Raum hier. So, springen. Und springen. Passt. Ja, natürlich noch schneller. Mein Spiel muss auch irgendwann zu Ende sein. Es hat auch wieder nur so ein Highscore-Spiel. Aber ich glaube, so lange Spaß hätte ich an dem Spiel nicht. Wie ich es bereits spiele. Da war der Sprung ein bisschen zu knapp bemessen. Naja, was soll's. Ich denke auch nicht... Was war jetzt das? War die Zeit schon um? Kann nicht sein, oder? Habe ich ihn berührt? Kann auch nicht sein. Naja, ich bin beim letzten Leben. Alles gut. Dann habt ihr es geschafft, Leute. Dann habt ihr es geschafft. Ich meine, es... solche Dinger, ja, die gehören halt in die Geschichte der Videospiele. Auch wenn sie halt nicht gut sind. Als wenn sie wirklich nicht gut sind. Aber damals hat man mit sowas seine Zeit verbracht, ja. Ich hoffe nicht genau mit diesem Spiel, aber mit ähnlichen Dingen, ja. Wobei, wie gesagt, grafisch-technisch mag ich das Spiel für die damalige Zeit. Aber das Gameplay ist ja wirklich gar nichts. Gleichen 4, 5 Räume. Immer und immer und immer wieder. Und einfach nur irgendwann keine Zeit mehr, um die Räume abzuschließen. Wobei, aktuell habe ich nicht das Gefühl. Und wenn ich mich hier beeile, kommt sogar nicht mal ein dritter Gegner. Habe ich wieder 2 Leben gekriegt? Oder ist das für eine 5 da? Zuvor stand da 4, jetzt steht da 5. Hier steht da noch. Warum steht jetzt da 9? Aktuell habe ich das Gefühl, die Zeit wird nicht mehr knapper. Ich bin beim Minimum. Kann das sein? Ich glaube ja. Was ist das für eine Zahl da? Jetzt die 3. Verstehe das Ganze nicht. So viele Gegner kommen noch, oder was? Verstehe, wer will. Ich verstehe es nicht. Das ist da wieder eine 1. Aber das ist wirklich der Raum? Raum Nummer 1? Raum Nummer 4? Nee. Es gibt ja nur diese Räume. Es gibt ja keine neuen. Die Gegner werden auch nicht irgendwie random verteilt, oder... Was weiß ich? Der Hintergrund wird auch nicht angepasst. Es sind immer genau dieselben 4, 3, 5 Räume. Ich habe die Räume jetzt schon ungefähr 20 Mal gesehen, aber ich habe immer noch nicht gezählt. Wir machen noch einen Durchgang, okay? Dann kann ich die Scheiße zählen.
So, springen und nochmal springen und geschafft. So, die Straße. Raum Nummer 1. Die Wiese, Raum 2. Das Meer, Raum 3. Raum 4, der Wald. Und Raum 5, der Drogentrip. Nee, noch nicht. Der Fluss. Der Fluss. Und jetzt der Drogentrip. Ich glaube, mir reicht's, Leute, ne? Ich glaube, mir reicht's. Und euch bestimmt auch. So, wir haben es geschafft. Leute, das war... Moment, ihr könnt Zeit eigentlich ablaufen lassen und noch ein bisschen springen. Völlig okay. Leute, das war Schussel, der Polizeischreck. Oder auch unter dem Namen Walker bekannt. Für den Atari 2600. Leute, das war's für heute mit Game zum Montag. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.